Heiratsantrag machen. Wahrscheinlich, Alter. Systeminformationen wurden vor Beginn gesperrt. Lul. Okay, alles klar. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play State of Mind, Folge 12. 11? 12? 12. Wunderbar. Ja, war letztes Mal stehen geblieben und hier gesucht. Direkt weiter, Freunde, und weiter ganz viel Spaß. Let's Play. Es ist und bleibt spannend, tatsächlich. Überlacht man nicht, John. Wieso nicht? Weil es sich nicht gehört. Wenn dein Vater kommt... John? Wir sind hier! Was ist denn hier los? Nichts. Das ist Sally. Mr. Newman, ich freue mich. Errungenschaft freischaltet die Nanny. Alles klar, wunderbar. Ich will erstmal mit meinem Sohn sprechen hier. Ja. Ich habe Hunger. Nicht drängeln, John. Irgendwelche Sonderwünsche? Nudelsuppe. Sally freut sich auf ihre Aufgabe. Wird John allen Dingen zur Seite stehen. City 5 Robotics bittet um Entschuldigung. Ich sollte schon heute Morgen geliefert werden. Die Kalibrierung hat etwas länger gedauert. Ist alles in Ordnung, Sir? Ja. Entschuldigung, ich war nur... Sie dachten, ich wäre ein Mensch. Ja. Oder hätten Sie lieber ein anderes Modell? Gefällt Ihnen mein Erscheinungsbild nicht? Ich war nicht darauf vorbereitet, das ist alles. Das war's schon. Henry wird nächsten Montag 4 Jahre alt. Vergiss nicht, ihm zu gratulieren. Das ist ja schon ein altes Stück Technik. Passt schon. Boah, erstmal hinsetzen, Alter. Möchtest du Musik hören, Adam? Gerade nicht. Im Augenblick nicht, danke. Okay, reicht. Ich. Was ist die Quadratwurzel aus 169? Digga, willst du mich verarschen? Junge, jetzt mach mich doch nicht fertig mit Mathe, Alter. Nee. Digga. Nicht nerv mich Henry. Nicht. Später vielleicht. 16 oder 17 war es doch, oder? Ach, keine Ahnung. Hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf. So. Ich will das jetzt wissen, Mann. Jetzt geht mir das nicht aus den Augen hier, oder was? Oh, Junge. Oh, es wäre 13 gewesen. Ich bin so schlecht. Schön. Dann hätten wir das auch geklärt. Als ob der so, also. Food Assembly. Empfehlung für den Abend. Hummercremesuppe. Thai-Kokosmilchsuppe. Eine einfache Nudelsuppe, wie John sie mag. Ah, wunderbar. Deine Lieblingssuppe. Genau wie du sie magst. Okay, ja, wir können was ja wieder reden. Was willst du heute lernen, John? Und, wie ist es mit Dr. Sykes? Ist er nett? Ich weiß nicht. Er schließt mich an seine Geräte an und dann muss ich schlafen. Aber heute war Governor Kane da. Der war nett. Und was hat Governor Kane gesagt? Nicht viel. Dass ich zu klug bin für mein Alter. Und dass er gut auf mich aufpassen will. Aha, zu klug. Wie meint er denn das? Noch mehr Suppe, John? Nein, danke. Will er dich jetzt häufiger besuchen? Kann schon sein. Wozu lässt Dr. Sykes dich schlafen? Er sagt, im Schlaf lernen wir ganz viele Dinge. Und? Hilft es, das Schlafen? Jetzt lass mich doch mal essen. Okay, okay. Und du? Isst du gar nichts? Später vielleicht. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. So spät noch? Ja, leider. Ich muss mich erst wieder einfinden.
Gut. Das Tennisball-Experiment. Interessant. So, Datenfragment. Das hat er ja ganz vergessen. So. Auszeichen. Ach nö, jetzt nicht. Gegeben, einen einzelnen Tennisball in ihren Besitz zu bringen. So. Das nächste Fragment. Scan abgeschlossen. Objekt-ID erkannt. Objekt erfolgreich gesendet. Okay, diese Daten verweisen auf West Plaza Tower 633. Das ist meine Wohnung. Vor 13 Jahren. Okay, alles klar. Okay. Das ist... Ich hab's. Das muss ich sofort hochladen. So. Ja, sieht eigentlich fast genauso aus. Okay. Du hast neue Daten von Unbekannt. Das ist völlig verrückt, aber... Mal sehen. In welche Person dürfen wir jetzt wieder rein? 2035. 25. März. Richard Nolans Wohnung in Berlin. Hm. Tracy? Komm, mach das aus. Gleich. Leben Aale nicht im Süßwasser? Ich bin auf dem Meer und da sind Aale im Wasser. Zumindest glaube ich, dass es Aale sind. Tobi und ich sind auf diesem Schiff. Langsam. Tobi, dein Assistent? Ja. Du spielst Neverland mit Tobi? Halt den Mund. Du spielst Neverland mit deinem Roboter? Tobi ist anpassungsfähig. Ja, er ist bestimmt ein toller Peter Pan. Halt den Mund. Okay, sie zockt dieses Neverland da. Alles klar. Hilft beim Upper Neuronal Enhancers und beim Entzug von bewusstseinsverändernden Substanzen. Erinnerungsfähig. Hast du deine Medizin genommen? Ja. Nein, noch nicht. Ich will ja nicht Toll. Nerven, aber du bist noch nicht über den Berg, Tracy. Kommst du überhaupt zum Arbeiten? Ich hab ja Walter. Der hält mir den Rücken frei. Ist er nicht sauer, wenn er alles für dich machen muss? Na, ich glaube, er ist ganz froh, wenn ich mal nicht da bin. Ach. Nein, nein. Alles gut mit Walter. Er weiß ja, dass es mir wichtig ist. Ich meine, das hier. Das mit dir. Komm, mach doch mal das Ding aus. Ich bin süchtig. Nicht gerade ein Gegenargument. Na gut. Also, was darf ich bringen? Ich hab keinen Hunger. Du musst essen. Keine Widerrede. Bisschen Obst? Klingt gut, aber das vertrage ich noch nicht. Ein Sandwich? Ja, ein Sandwich ist gut. Wie Sie wünschen, Madame. Spinett. Zuletzt gestimmter 12. Okay, alles klar. Seine Wohnung ist eine ganz andere Zeit. Eine Vorladung. Ach du Schande. Hi Richard, hier die Kopie der Vorladung in Sachen Profacitech. Verleugnungsklage. Und nochmal, keine Sorge, ich werde für dich und Walter einen guten Deal rausschlagen. Wann musst du vor Gericht? In 2 Wochen. Also, falls du mal Geld brauchst... Warum soll ich Geld brauchen? Entschuldigung. Nein, sag ruhig. Naja, Verleumdungsklagen, Single-Loft im Zentrum, du arbeitest kaum. Nicht, dass du irgendwann dein Tony Award versetzen musst. Pulitzerpreis. Und nein, ich brauche dein Geld nicht. Okay. Ich sorge für dich, klar? Ah ja? Ja. Du bist so altmodisch. Hm.
Organe vertragen sowohl Salz als auch Süßwasser, sagt die Cloud. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Sagt die Cloud. Da sind noch mehr Medikamente oder was? Kann nicht, die chemische Zusammensetzung kann nicht ermittelt werden. Ja, die nehme ich dann schon mal nicht. Ja. Ja, kein Zeug, Alter. Hier ist ein Cloud-Hub. Vergangenheit. Okay. Ernsthaft. Was denn? Ah. Geht nicht? Okay. Heute Abend rufe ich mal deine Eltern an, okay? Oh Gott. Es muss sein, Tracy. Ich helfe dir, das ins Reine zu bringen. Und außerdem wollte ich mich mal vorstellen. Du meinst es richtig ernst, oder? Natürlich meine ich es ernst. Frühstück ist fertig. Komm. Das ist wirklich süß von dir. Moment, Moment. Da fehlt noch was. Musik. Oha, das wird aber feierlich. Ja, genau. Warte, ich suche was Schönes aus. Achso, wir müssen das natürlich machen. Könnte man ja hier rüber machen. Achso, Klassik, geht immer. Ich hab's. Das ist jetzt genau das Richtige. Oh, ja, das habe ich lang nicht gehört. Woher kennst du meinen Musikgeschmack? Warst du auf meiner MyLife-Seite? Kann schon sein, dass ich da mal drauf geschaut habe. Ich weiß doch, ich hätte wetten können, dass du es nicht zugibst. Na hör mal, ich würde dich nie anlügen. Und was ist das? Gehört das auch zum Frühstück? Ich kann's ja mal aufmachen. Soll ich? Okay. Heiratsantrag machen. Wahrscheinlich, Alter. Systeminformationen wurden vor Beginn gesperrt. Lul. Okay, alles klar. Richard, der ist wunderschön. Willst du meine Frau werden? Stark. Sehr stark. 2040, okay. Ich habe noch eine Idee. Wir können... Tracy, Liebes, wir haben schon alles. Hör auf, dich verrückt zu machen. Ich mach mich nicht verrückt. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Aber du sollst dich ausruhen. Ich bin 2 Wochen über Termin. Na eben. Wenn du so weitermachst... Dann was? Dann geht's los. Endlich. Ich könnte gut noch eine Nacht durchschlafen. Damit ist es jetzt vorbei. Jetzt brauche ich Schokolade. Schon unterwegs. Okay, die sind schon in der Babyplanung. Ist schon da. Ist das eine andere Wohnung? Nee. Doch, die sieht anders aus. Kostenvoranschlag. $8.99. Blendrotor, Blend and Fill, aha. Ah, hier ist eine Schokolade. Die Wehen. Das kommt mir alles so bekannt vor. Ah. Siehst du? Ich hab dir doch gleich gesagt. Ah, oh Gott, es geht los! Da! Die Fruchtblase? Ruf ein Cabin Car. Okay, okay. Ganz ruhig. Das ist alles ganz normal, hörst du? Ich bin ruhig. Ruf jetzt das Cabin Car. Ja, richtig. Sofort. Okay. Ist okay. Verdammt. Geht das nicht schneller? Was ist denn da los? Nein, 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 nein.
Sag mir nicht, der macht. Während sie da. Digga, die ist hochschwanger, muss sofort ins Krankenhaus. Und dieses Scheißding dreht durch. Sehen den Unfall. Fuck. Digga, warum zeigst du mir sowas, Spiel? Junge, dafür bin ich halt echt nicht gemacht. Das ist auch voll fies. So eine Scheiße, ey. Was soll's sein? Die ist einfach tot oder was? Nee. Dein Ernte? Ey, Junge. Und nu? Ist das dein Ernst? Dieser Unfall. Das war mein Unfall. Was machst du da? John. Ich. Nichts. Ich war eingenickt. Du hast gemurmelt im Schlaf. Warst du die ganze Zeit hier? Brauchst du irgendwas? Nein. Na dann zurück ins Bett. Ich kann nicht schlafen. Augenblick. Ich komm gleich. Ich hab dir neue Daten hochgeladen. Hast du sie gefunden? Das ist kein guter Zeitpunkt. Ich bin gerade nicht allein. Du glaubst mir immer noch nicht, oder? Ja, natürlich will ich ihm glauben. Ich weiß ja schon, dass es stimmt. Ich weiß auch nicht. Ich hatte Zweifel, aber dein Leben da unten mit Tracy, das ist etwas Gutes, etwas Wertvolles. Du hast mehr von Tracy gesehen? Du hast sie gerettet. Es fühlte sich echt an, verstehst du? Wahr. Ja, das verstehe ich. Ich muss darüber nachdenken. Okay. Okay, noch irgendwas? Wie hat Richards Sohn den Unfall überlebt? Richards Unfall und mein Unfall nahezu identisch. Jo. Das ist wahr. Kommst du am Sonntag mit zur großen Enthüllung? Wenn deine Eltern es erlauben. So. Sally, bei meinem Unfall, war da jemand mit mir im Auto? Sie waren allein im Auto, Mr. Newman. Nein, ich erinnere mich. Sie waren allein, so steht es im Bericht. Im Bericht? Ja. Weißt du, was der Governor in der Klinik wollte? Nein, Sir. Arztbesuche sind vertraulich. Also, du weißt, was du zu tun hast. Ich helfe John. Möchten Sie persönliche Einstellungen vornehmen, um meine Lern- und Leistungsfähigkeit zu verbessern? Jetzt? Eigentlich habe ich noch was zu erledigen. Es eilt nicht. Also gut. Dann mach's dir bequem. Vielen Dank, Mr. Newman.
Was will er noch? Notiz. Für John, privat. Ja. Was hast du gemacht? Du warst so lange in deinem Zimmer. Nichts. Ich habe gearbeitet. Gute Nacht, John. Aber ich bin nicht müde. Okay, also Freunde, ich würde sagen, das schieben wir auf die nächste Folge. Da machen wir dann nämlich an genau dieser Stelle hier weiter. Jetzt müssen wir mal irgendwie, ja, wie sollen wir denn den jetzt zum Schlafen bringen? Wir werden es dann sehen, Freunde. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.